Ein Testvideo aus Kur. Moment, jetzt müssen wir da umschalten. Der junge Mann, der haut jetzt den Lukas. Wer ist der Lukas? Bist du der Lukas? Nein. Komm, einmal noch. Ich brauch's. Ja, nicht so schlecht, nicht so schlecht. Wie lange machst du das schon? Machst du das hauptberuflich oder? Zum ersten Mal. Ja, morgen hast du wieder Gelegenheit, oder? Super. Ja, und da seht ihr, da gibt es eine Miete. Und wer höher kommt, kriegt 10%. Und wer noch höher kommt, kriegt 20%. Und wer ganz aufkommt, der kriegt noch ein Goodie dazu. Wahrscheinlich. Genau hier, beim Mixstand. Ja, unglaublich. Es wird gerade alles aufgebaut. Also es ist schon aufgebaut. Und morgen geht es da los. Beim Big Air in Chur. Jetzt schauen wir noch einmal, ob das funktioniert, ob das streamt. Das ist nämlich quasi ein Teststream. Ja, wir haben sogar ein paar Zuschauer, ich zeige euch das. Da läuft das Ganze, da läuft das Ganze. Jetzt haben wir, ja, jetzt haben wir gerade den richtigen bei uns da. Der Christoph, jetzt hast du ein Mikro. Hallo zusammen. Und der Christoph, der zeigt uns ganz kurzes Festgelände. Hast du Zeit? Komm, machen wir mal einen kurzen Rundgang. Komm, okay, wir laufen los. Also gut, auf Hochdeutsch. Na sicher, auf Hochdeutsch. Also, gut. Ja, aber wir starten gleich hier. Hast du das hier schon gezeigt? Nein. Okay, gut. Hier haben wir eine Brand World von Hostetler. Hier fängt es an mit Yamaha. Dann X Skull Candy. 100% Sportzone. Unser neuer B2C-Shop. Alles bereits eingerichtet für morgen und übermorgen. Und dann Cliff Bar, Bikes. Alles parat so, für morgen. Genug von dem Zeug. Jetzt wollen wir aber das richtig interessanten Sachen sehen. Also gut. Nämlich. Gibt es da riesige Sprungchancen? Ja, richtig. Ja, gehen wir. Was ist? Leicht, ja. Ja, wir sind ziemlich leicht. Kannst gleich fragen. Komm, was Marco, kommst du mit? Wir haben da Wasser und Abwasser. Ja, ich weiß. Ihr seht? Habe bestellt, ja. Da wird gerade noch. Jetzt kannst du es installieren. Okay, ja, dann müssen wir es nicht. Sag es nicht, wenn es nicht. Da wird gerade noch organisiert. Wenn möglich nicht. Da wird gerade noch organisiert. Ja. Alles Mögliche. Wasser und Abwasser ist eine wichtige Sache, wie wir wissen. Ja, seitdem wir keine Windeln mehr tragen, sind wir abhängig von dem Zeug. Abhängig. Ich habe noch ein zweites Mikro, was sagst du? Entschuldigung. Ist das gut? Also hier geht es ins Festgelände. Achtung, People's Area. Entschuldigung. People's Area startet hier. Ich weiß nicht, ob es geht mit Gegenlicht, aber hier ist die große Rampe da. Wow, hey, sieht das cool aus. Es sieht echt wahnsinnig cool aus. Große Bühne. Hey, und da steht ja noch ein LKW. Genau. Das ist unsere zweite Zone, auch mit 200 Quadratmeter. Unser Truck. Sind wir sehr stolz, haben wir gut gebrandet mit X. Gute Sicht auch auf den Big Air und auf die Bühne. Jetzt setzt euch das an. Da ist die Bühne. Und da treten ein paar von den neumodischen Sängern auf, stimmt das? Genau. Komm, sag Jan Delay kenne ich. Jan Delay, den kenne ich auch. Das ist Apache, der mit dem Hut. Apache. Apache ist der mit dem Hut, glaube ich. Ah, ja, der Jan Delay auch. Genau, jetzt weiß ich nicht. Das ist, glaube ich, auch noch eine Kamera hier. Was passiert da? Kannst fragen. Was passiert hier? Dürfen wir fragen? Das wissen wir nicht. Ich auch nicht. Das ist sehr gut. Nein, wir sind nur hier, dass niemand über das Seil fährt. Okay, gibt da wahrscheinlich eine Kamera, hä? Es gibt schlussendlich eine Kamera, ja. Ja, eben. Genau. Okay. Perfekt. Wissen wir es ja schon. Ich habe nicht mit dem gerechnet, Horst, aber komm rund. Hier. Ich hab's gehört, rechnen ist den Christoph nicht seine Domäne. Nee, nee. Hier haben wir eine Bühne, Chris Böhm, und für die Athleten, die da Autogramme. Also die Athleten kommen daher, geben da Autogramme, da ist der LKW. Ihr könnt ihn nicht versäumen.
weil eben wie gesagt, das Festgelände, da ist die Riesensprungschanze und da ist das, wo der Jan Delay und auch noch nicht breit bin. Und hier, das ist noch wichtig zu sagen, dort arbeiten wir mit Andri Raghetli zusammen, der hat dort ein bisschen Merchandising, das ist ja der bekannteste oder der beste Freestyler momentan, ist leider verletzt, also wird da nicht teilnehmen, aber er ist da bei uns. Hat dadurch noch mehr Zeit für die Fans, oder? Jetzt musst du da den Pass nehmen hier, sonst kommst du nicht rein. Ein Pass. Pass. Gehen wir mal hier hinten rum. Wow, hey, schaut das cool aus. Ist das cool? Hier ist die Riders-Serie, hier ist die Riders-Serie, ja, rechts da. Links ist die Landung. Hier wird der Schnee gemacht in dem blauen Zelt, weil es hier so föhnig und warm war. Im blauen Zelt wird jetzt der Schnee vorbereitet für morgen, dass die morgen da den Event starten können. Und wenn ich richtig mitkriege, da war schon alles fertig, oder? Ja, gestern hatten die Training. Gestern den ganzen Tag Freestyle und Snowboard. Und über die Nacht waren warmen Föhn und hat einen halben Meter. Schau hier am Boden. Ja. Hier ist der Schnee. Sieht man das? Geht nicht, ja, Ich kann gerade nicht da. Ist auf jeden Fall, der Boden ist nass. Boden ist nass? Ja, und hier ist das ganze Gerüst. Ich bin neugierig, ob man da... Hier ist der Schnee, hier geht der Schnee durch, da unten durch. Da, durch so diese... sieht es aus, Jungs. Das sind die Schneemaschinen rechts. Hier wird der Schnee produziert. Dann gehen sie hin, das ist natürlicher Schnee, das ist kein Kunstschnee, also keine Chemie. Das sind wirklich Wasser, das sind Eis, kleine Eisstücke, die da gesammelt werden und dann verteilt werden. Ja, aber wie machen die das, dass das nicht sofort wieder... Schau, hier geht's durch, hier geht's durch da. Hier geht das durch. Wahnsinn, ey, Wahnsinn. Und jetzt kommen wir dann zum Besten. Zu jetzt den Lift. Darauf. Jetzt müsst ihr das anschauen. Ramp. Ich bin Pro. Vorsicht. Können wir nur zuschauen. Hey. Schaut mal, wer das Lift Branding bekommen hat. Achtung. Seht ihr es bereits? Ja, ich sehe die große X-Tafel. Und die müssen wir auch einblenden, weil im Endeffekt haben wir es genau der Marke zum Verdanken, dass wir da sein dürfen und die coolen Sachen machen dürfen und erleben dürfen. Hey, wie kommen wir jetzt auf die Rampe hoch? Ich weiß nicht, ob jemand da ist. Ich glaube, es ist eben gesperrt heute, durch das, dass es keinen Schnee mehr hat. Ich weiß gar nicht, ob jemand hier ist, gar nicht. Gar niemand hier. Müsst euch das anschauen. Da ist der Lift. Und jetzt, wo geht der Lift hin? Ist geschlossen. Ha? Ist das? Das ist nicht normal. Das ist nicht normal. Hey, das sieht doch von herunten sieht es so hoch aus. Und ich denke, von oben sieht es noch höher aus dann. Und wisst ihr, warum ich das weiß? Weil im Freibad bin ich immer rauf auf den 5-Meter-Turm. Und wenn ich oben war, habe ich gedacht, ist doch aber zu hoch. Wisst ihr, was ich sehe? Ich sehe, da fehlt das Lift-Branding. Das ist gar nicht gut. Das gefällt mir gar nicht. Das gefällt mir gar nicht. Okay, wir können jetzt leider nicht hoch. Jetzt können wir leider nicht hoch. Ich wollte euch das unbedingt zeigen, wie das von oben aussieht. Jetzt kommt der Lift. Vielleicht können wir doch hochgehen. Wir können doch hochgehen, glaube ich. Der Lift kommt. Der Lift kommt. Das X-Logo kommt runter. Ich dachte, der Lift sei hier, aber der Lift war ja oben. Ah, da kommt der Kollege. Hast du Höhenangst, Horst? Ja, noch nicht. Aber es könnte natürlich passieren. Sei denn aus, ja. Gestern ist er zweimal runtergekommen da. Schau mal, das kleine Zahnrad dort, das sind nur 2 Zentimeter. Nein. Dein Leben hängt an 2 Zentimeter. Aber deins auch. Ich komme nicht hoch. Ich filme dich von hier unten. Ich wollte noch Wiener Schnitzel essen, da bin ich jetzt froh, habe ich das nicht gemacht. Erstens einmal werden wir noch schwerer.
zweiten soll man. Hallo! Wir kommen hoch. Ah ja. Gut? Passt, danke. Komm, hilfst, aber du kommst auch mit. Du musst uns schnell kurz hoch. Holen. Es ist ganz einfach. Nein, 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 du kommst mit hoch. Du kommst mit hoch. Geht nur 2 Minuten. Nein, du bist live. Du bist live. Ja. Wir gehen da sicher nicht alleine hoch. Danke vielmals. Ja. Wie heißt du? Marc. Marc? Ja. Siehst du? Ich glaube, die Tür ist nicht ganz zu. Doch, doch. Ah ja, die Tür ist nicht so. Das ist er. Da haben wir einen Lift-Spezialisten bei uns an Bord. Der Marco war das. Nein, der Marco ist gerade unten. Ja. Ist kein Problem. Wir bleiben. Schau mal, siehst du, schau mal nach draußen. Siehst auf 5 Destinations, also auf 5 Orte. 4-mal auf Facebook und 1-mal auf YouTube. Okay. Meter, oder? Stimmt das? Ja. 43,5 Meter geht's da hoch. 43,5 Meter. Genau. Und dein Job ist es, den ganzen Tag da rauf und runter zu fahren? Nein. Ich bin meistens auf der Rampe, da seid ihr in der Mitte und schaue, dass entweder die Piste richtig zu landen ist, dass sie nicht allzu kaputt ist oder so. Oder auch bin ich unten bei den Stars und muss schauen, dass alles klappt. Oder bin auch ab und zu da oben. Perfekt, ja. Wir bleiben nicht lange da oben. Du musst ganz schnell öffnen. Ah, ja. Und dann machen wir ein Video und dann kommen wir mit dir wieder runter. Ja, okay. Okay? Ja. Gut. Wir wollen nur mal ganz kurz zeigen, wie das da aussieht. Also. Hey! Eine gute Aussicht! Muss da bleiben. Ja, ja. Da bleiben. Ja, ich sehe es ja nicht, ich habe die Kamera in der Hand. Könnt ihr euch vorstellen? Wenn es da runter geht, dann geht es wirklich runter. Wahnsinn! Siehst du dort, dass die Brand World dort vorne, das siehst du an der Kamera nicht, wahrscheinlich nein, nicht so nein, gut. Nein, das ist jetzt zu weit weg. Zu weit weg. Aber das ist ein Lift-Girl, sie fährt den ganzen Tag mit dem Lift. Ah! Und ja. Das ist einer der Shaper. Also perfekt, perfekt. Wollt ihr uns noch etwas erzählen? Erzählt uns noch etwas Interessantes. Ja, geht nicht so viel interessant. Nicht? Nein. Kommt das gut mit dem Schnee morgen? Weil ich habe gehört, einen halben Meter habt ihr da verloren. Wie sieht das morgen aus? Also wir schaffen jetzt die ganze Nacht durch und das kommt morgen super, also wird mega geil. Und, ja. Also seid ihr am Schnee produzieren hier, ja, in den blauen Zelten, genau, und dann zieht ihr das dann hoch oder wie geht das? Ja genau, also wir bauen die Zelte dann ab, tun den Schnee rauf mit den Kränen und mit den Schaufeln, trampen den fest mit Wasser, Salz, Trockeneis und dann wird das eine schöne Piste. Trockeneis, auch, interessante Geschichte. Also kommt's gut morgen. Ja. Der Event findet statt. Also, ich hoffe. Aber geil. Also, einen Hoffnungsträger haben wir schon einmal. Danke vielmals. He. Bis morgen. Es ist der Hammer, gell? Es ist echt cool. Ich kann mir schon gut vorstellen, in meiner zweiten Karriere nach meinem Tod, dass ich dann im nächsten Leben springe dann da runter. Aber jetzt verzichte ich drauf, weil ich will nicht so vorgreifen mit der Zeit. Okay, gut. Hey, Wahnsinn. Beenden wir, oder? 5 Sekunden noch die Aussicht. Wow! Ist echt schön hier. Also, hey, Big Air Kur. Genau. Sollen die Leute da hin? Ja. Sollen alle herkommen? Ja. Absolut. Sehr gut. Okay, dann verabschieden wir uns, oder? Ja, bevor der Lift losgeht. Hey, ciao miteinander. Und da sind wir jetzt alle drei. Ja. Danke für unseren Test-Livestream. Und ihr seht, da geht was. Da geht was. Ciao.